Ich bin immer noch bei Leonie selbst. Und sie hat ein richtig cooles LinkedIn-Profil. Da stehen so ein paar Sachen. Und eine Sache ist, sie mag Sherlock, sie mag Krimis, sie geht gern auf die Suche und findet das auch tatsächlich in ihrer Rolle als Data Analyst. Ich mag auch Sherlock und in den meisten Krimis ist es ja so, es gibt einen Fall zu lösen. Ne, jemand ist entführt worden oder gekidnappt oder ermordet und so weiter. Das heißt, die Tat ist geschehen und danach wird gelöst. Man kann aber auch einen Krimi zur Tatvermeidung drehen, gibt es auch. Bei Sherlock ist es irgendwie so ein bisschen beides. Was macht mehr Spaß und wo siehst du dich? Ist es die Vermeidung von irgendwelchen schlechten Ereignissen oder ist es eher das Auflösen und daraus Lernen aus irgendwelchen Taten, die man hätte vermeiden können? Es macht beides Spaß. Wenn man jetzt mehr Richtung, Sherlock geht, sage ich mal, es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, wenn man in der Datenbank wühlen kann quasi und dann letztendlich irgendwas findet und vielleicht echt ein cooles Problem lösen kann. Man ist da dann auch so ein bisschen frei und man probiert so ein bisschen rum, gerade wenn man ein bisschen mehr Richtung Statistik geht. Aber es ist natürlich auch schön, wenn du schon ein Thema hast, wo du sagst, hey, wir wollen vielleicht eine bestimmte Kundengruppe besser adressieren oder wir merken, dass die uns ab einem bestimmten Punkt immer abspringen. Wie können wir das denn ändern? Macht auch Spaß. Also Wie wichtig, ja, wie wichtig ist das für einen Analyst, dass er diesen Impact leisten kann? Jetzt unabhängig vom Arbeitgeber, da sind ja auch auf der anderen Seite Menschen, du wirst wahrscheinlich irgendwas mal entdecken oder mal was Tolles auf die Beine stellen und dann sagt jemand, ja, nee, machen wir nicht. Ja, oder ist es schon oft so die Begeisterung, die man sich wünscht und dass Leute sagen, hey, hast du cool gemacht, haben wir gar nicht so im Blick gehabt. Wie wichtig ist das einem Analyst, dass die Arbeit und das Ergebnis auf, ja, ich würde nicht sagen Anerkennung, aber auf weiterführende Umsetzung stößt? Geht das es weiter, ist wenn du ein gutes natürlich. Ergebnis hast? Oder sagst du, ich hab gemacht, was ich machen muss und was ihr daraus macht, ist mir jetzt eigentlich egal? Nee, es geht auf jeden Fall weiter. Und es ist eigentlich auch nochmal ein wichtiger Part ja von dem Analysten, dass man sagt, okay, man hat jetzt zum Beispiel was entdeckt und es war vielleicht nicht mal unbedingt eine Aufgabe oder ein Auftrag, den man bekommen hat. Ich muss schon sagen, man merkt, dass da gerade das Management sehr, sehr zugänglich dafür ist und sagen, hey, voll cool. Stellen wir uns doch mal bitte vor und dass man da den Schritt nochmal weitergeht. Also die sind eigentlich sehr, sehr dankbar, wenn man da ein bisschen was zeigt. Und ich glaube, dass es von den Analysten auch immer noch ein bisschen zu wenig gemacht wird, dass man eine Analyse fährt und dann teilt man das vielleicht jetzt seinen Kollegen mit oder seinem Chef. Aber man sollte doch eigentlich zum Beispiel so eine Art Deep Dive machen, einmal im Monat, wo man dann seine ganzen Analysen vorstellt. Oder das Ganze einfach so ein bisschen teilt mit anderen Leuten. Und wenn man ins Gespräch kommt, dann fällt wieder auf, hey, wir könnten auch mal zusammenarbeiten. Genau. Das wird noch zu wenig gemacht, glaube ich. Aber eigentlich sind die auch unternehmensunabhängig, sind immer alle sehr, sehr begeistert, wenn man mit neuen Insights kommt und die wollen, dass man auf jeden Fall auch weiterarbeitet. Ja. Und es geht wirklich hoch bis ins C-Level. Wie frustriert ist das, wenn die das nicht verstehen, wenn es einfach, wenn die den Impact nicht verstehen? Also die Idee, ne, du hast ein Problem gelöst, cool, da kommt jetzt die Leonie, die kommt jetzt, keine Ahnung, Top-Management und Riesen-Meeting und dann stellst du halt vor oder präsentierst, was du da entdeckt hast. Jetzt mal so ein persönliches Interesse, wird ja wahrscheinlich nicht jeder sofort verstehen, oder? Denkt man Ja, sich das dann, ist Alter, natürlich. was machst du da? Oder denkt man sich, ist kein Problem, ich erkläre euch das auch gerne 17 Mal hintereinander, bis ihr es verstanden habt. Nee, natürlich sagt man, ich erkläre es euch gerne 17 Mal. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Skill auch, dass man es so erklären kann, dass es jeder versteht. Ja. Ich glaube, es weiß jeder auch, dass je höher man im Management kommt, umso politischer wird das Ganze. Und natürlich, wenn dann jeder jemand herkommt und vielleicht aufgrund persönlicher Referenz irgendwas bevorzugt, ist natürlich dann nicht so schön, wenn die Analyse da im Hintergrund kommt. Aber ich glaube, das gehört einfach zu unserem Business auch dazu.